Morgen, Herr Hoxton. Moin, Chefin. Wo haben Sie den Herrn Finch denn gelassen? Ich glaube, der wartet auf der Baustelle, glaube ich. Ach so, ist er sofort hingefahren? Ja, ja, der wollte sofort da bleiben. Dann gucken wir mal eben hier wegen dem Auslager. Ja, Sie wollen ja nur den Kipper aus. Brauchen wir nur den Kipper? Ja, klar. Okay. Weil beladen? Einer oder zwei? Quatsch, einer reicht. Haben Sie da ein kleines Stückchen da gesehen? Ja, gut. Da reicht ja einer. Was haben Sie denn da ausgelagert? Den Kipper. Hä? Hab ich mich jetzt verkippt? Nö, der Kipper. Ja, der geht auch. Dann nehmen wir mal einen von den neuen, Leute. Ihr seht das hier. Duff. Ist einer von den neuen. Hatten wir noch nicht, glaube ich. Oder? Nee, hatten wir noch nicht. So, wir gucken uns den mal von innen an ein bisschen. Ich fahre schon mal los. Ich kann den ja da auffüllen mit Sand. Oh, gucken Sie mal, der Harpe. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, das hätte ich auch. Jetzt, aber einmal zu Ihnen bewegt, dann geht's nicht mehr. Dann muss aber aussteigen auf, kannst du nachher. Muss ich wieder auf F drücken und dann geht's. Nur wenn ich zu Ihnen rüber, dann bleibt er hängen. Das heißt, wenn der Workaround ist hierfür, einmal auf F drücken, dann kannst du dich wieder bewegen. Also F und wieder wegmachen und dann geht's wieder. Hatte ich vorhin aber, das ging vorhin bei mir aber nicht. Wenn ich in der Endstellung bin, also nach links, nur nach links, nach rechts, geht's nur nach links, dann macht er Probleme. Aber wir wollen ja sowieso nur leichte Bewegungen machen mit dem Kopf. Nicht so wie der Harpe da drin. Oh! Wollte sie gerade loben für ihr Feingefühl und ihre Augen. Au. Oh Gott! Leute! Oh, jetzt hier Chicago-Drehung. Oh, ich bin mit schlechter Ochsen. Und das am frühen Morgen. Ich habe doch gerade erst den Kaffee getrunken. Oh Gott, jetzt hänge ich schon wieder. Ja, geht das ein bisschen langsamer? Hallo, 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 hallo. Ich hoffe, wir brauchen keine Dingsbums. Moin, Finchi! Morgen, Gott, wo ist er denn? Wo ist er? Na, hier ist er. Da, moin, Herr Finch. Morgen. Hab ich gesehen hier gerade. Aber der Hox ist wieder so gefahren. Oh mein Und Finchi, hat geklappt mit der Perle gestern? Visier. Ja, super. So, ich werde mal befüllen. Mit welcher Perle? Mit Sand, ja. Mit Sand befüllen, so habe ich. Sandperle, was? Was? Ja, genau. Genau. Ich gebe ab. Stückchen für, vor. Weiter für. Weiter für. Stopp. Haben Sie noch was dran, drin? Ja, sehr. Ja, über die Hälfte noch. Wir sind ganz schön neugierig, Chefin, ne? Haben Sie das gehört? Ich habe so leise gesprochen. Natürlich habe ich das gehört. Ja, so lange blonde Haare, so ein bisschen Botox, aufgeschnitzte Lippen. Ja. Wenn die Nacht sieht man das nicht. Er hat sich die Lippen aufspritzen lassen und konnte drei Tage nicht sitzen. Ein bisschen vor, ein bisschen vor. Weiter vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Aha. Waren Sie hier nur auf dem Rummel oder was? Ja, gestern so. 100%. Markierten Bereich räumen, wir auch. Lass mal den Herrn Stöckel wegfahren. Ich meine den Herrn Hoxton. Ja, den Herrn Stöckel. Miriam mal, Stöckel! Hier haben wir jetzt hier so eine, ja, so eine Rattern-Untergrund hier. Cool! Ist ja hier sofort im Übergang, ist ja geil. Wird das jetzt alles holzig, dann haben wir aber viel Geld.
Oh, die Feuerwehr kommt schon. So, Katsching. Fühlt sich noch mal kurz abgestoppt. Ja. So, was kommt jetzt? Terrassenelement, Holzrahmen. Jetzt kommen die beiden. Genau, jetzt lass den Finchi und Sand wieder. War ja klar. Aber ja, lass den Finchi jetzt mal das holen, das Zeug. Ja, so, ja. Die Terrassen. Terrassenelemente. Was müssen wir da holen? Terrassenelemente. Paket, Terrassenelemente. Zwei Stück. Holzrahmen. Und? Ja, genau. Und ich mache hier einmal die Kipparbeit. War nochmal Sägewerk da oben. Betreten. Betreten. Mit dem Bagger. Ich glaube, wir lügen in den... Wir lügen. Gott. Ich glaube, wir liegen in den letzten Zügen. So wollte ich sagen. Kann das sein? Ja, ne? Ja. Ja, dann können wir den Abschnitt ab... Dann haben wir nur noch die letzte Aufgabe. Oh. So habe ich liefern lassen. Ja. Ich glaube, ich muss diesmal einen Kran, wa? Ja, welcher Kran? Ach so, ist er weg? Muss man dann auspacken? Nee. Warte mal bitte. Ich mach mal eben Fötü. Bleib mal stehen da, Fiji. Ja. Komm mal auf den Sandhaufen hier vorne. Ja. Welchen Kran? Der war gut. Gut. Alles klar, danke. Was war denn daran gut, Chefin? Fand den gut. So, ich kipp ab. Ah nee, warte mal, andersrum ist besser. Also geliefert hast du, ne? Ja, ja. Ja, alles klar. Steht aber hier nicht. Oder steht am Dingen. Also hier steht nur eins, ne? Und das muss mit dem Kran hingebaggert werden. Ja, am Sägewerk steht das. Da konnte ich gar nicht nach hinten liefern lassen. Hä? Doch, klar kannst du das zur Baustelle liefern lassen. Das andere steht doch hier auch schon. Ging nicht. Warte mal. Hä? Warte mal. Ich gehe mal Sägewerk. Geh mal dahin. Nee, ich kann nichts machen. Hä? Seid ihr denn Dulle jetzt? Jetzt guck mal darüber, warte mal. Oder warte mal. Nee, ich kann nichts machen. Bei mir geht mal gar nicht. Weil komischerweise hier steht so ein Teil, ne? Nee, das steht hier, das steht hier. Komm mal mit dem LKW hin, mit dem großen. Ja, aber das eine eben halt, das steht hier auch. Das verstehe ich. Das haben wir schon vorher geholt gehabt. Ach so. Ist das andere Paket? Ja, warte, ich komme mit dem LKW dahin. Ja. Ja, da stehen ja jetzt zwei. Nee, bei mir steht eins. Bei mir stehen zwei Teile. Doch, zwei, doch, das sind zwei. Ja, dann warte, dann ist das. Zwei Stück sind ja auch angegeben. Ja, aber da, auf der Baustelle steht ja schon ein Teil. Ja, oder das war vorhin von dem Absturz. Irgendwo, keine Ahnung. Du kannst doch mal gucken gehen, also. Ja, mach mal offen. Ja, hier steht ein Teil, aber es kann sein, dass das das dritte Teil ist, was automatisch geliefert ist. Zwei müssen wir auf jeden Fall noch abgeben. Also wie die Stützfüße sind bloß, ach so. Stufe. Finchi, ja. Mach doch mal die Bordwände zu. Ja. Haben Sie gehört, Herr Hoxton? Nee. Ich sag, einer ist schon da, weil wir die mittlere Stufe haben. Mhm. Die anderen beiden müssen wir jetzt noch holen. So, jetzt machen wir die Klappen offen, Robin. Das müsste halt gehen. Ja. Das sieht schon aus hier, ne? Mit dem Sand hier. Was ist denn mit dem Kran hier, mit dem Arsch? Warum geht der nicht? Weh? Warte mal. Was ist das für eine Kacke hier, ey? Nee, mach du mal. Ich steig mal aus. Ja. Das ist wohl nicht mein Ziel oder was? Ich weiß nicht. Ja, Miri, das kann nicht sein, weil das zwei. Uli! Das zweite Teil. Wir brauchen ja nur zwei Teile und keine drei. Ja, ist doch richtig. Sind doch zwei Teile. Aber wir brauchen drei Teile. Nein, wir brauchen nur zwei. Ja, hier brauchen wir nur zwei, weil das dritte hier schon geliefert ist. Aber wirst du gleich sehen, wenn das ausgepackt ist. Ach so, naja, gut. Ich mach die Wände auf. Jo.
Hätten wir jetzt die schwierige Stufe, dann müssten wir alle drei transportieren. Also, ich verstehe. Ich hoffe es, dass sie es verstehen jetzt. Nochmal erkläre ich es ihnen nicht. Passen Sie mal auf, ey. Wenn Sie mit Ihrer Schlumpfsuppe da nicht klarkommen, ne? Ich wollte Ihnen nur mal sagen, ne? Wenn Sie damit nicht klarkommen, dann müssen Sie mir... müssen Sie mir das sagen. Die Herren, wenn jetzt wir gucken auf der Karte. Immer noch im Holzlager. Was ist Schnellreise, ne, Fiji? Ein bisschen zu großzügig, ne? Warte, ich fall den weg. Warte. Die haben da wieder Theater. Der hat doch nicht jetzt gerade in den Wagen angerumst. Da. Der 300.000 Meter Abstand. Hoxton, kommen Sie mal hier, hier ist noch Schlumpfsuppe. Ach, Scheiße. Möchten Sie was trinken? Nein. Komm mal noch weiter zurück, Finchi. So, dann nehmen Sie noch mal hier Ihren Getränk. Hallo. Ich habe keine Zeit jetzt. Doch. So, okay, alles klar. Aber wissen Sie jetzt, was ich meine mit den 2 und 3, ne? Nee. Da hinten das Haus hat schon die 3, den dritten. Wir müssen hier die beiden noch bedienen. Aha. Wenn wir jetzt den schweren Arbeitsschritt, dann hätten wir alles machen müssen, so wie im nächsten. Ah, ich verstehe. Möchten Sie da auch mal hinter der Theke stehen? Nein. Kann ja eigentlich auch schon rein, bestimmt, ne? Ich möchte bestimmt nicht hinter der Theke stehen. Gucken Sie mal hier, wow. Ich bin doch vor der Theke. Na, ich weiß nicht. Wie geht das denn hier? Ich weiß nicht so richtig. Das Bademeisterhäuschen, ne? Wollen Sie sich hier als Bademeister bewerben? Als Rettungsschwimmer? Nee, will ich nicht. Baumaterialien. Ja. Jawohl, ich gehe da hinten hin, ich packe aus. Packt aus. Moment. Ich packe aus. Wow. Ausgepackt. Finchi muss ein Auto erst wegfahren, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Sonst haben wir ein schießendes Auto bestimmt. Fliegt ja über die halbe Karte. Packen Sie aus? Bleiben Sie mal da drin stehen, Chefin. Ich hab's doch ausgepackt. Also Sie müssen da raus, Chefin. Ja. Fällt mir gerade so auf. Ich hab mich schon gewundert, warum Sie mich rausschicken. So.
Wir sollen aus dem markierten Bereich raus, Chefin. Ja, will der Finch das nicht auch sehen? Na, bestimmt. Finchen, komm ran. Ja. Der letzte Arbeitsschritt vom Handball, dann sind wir fertig. Machen Sie? Ja, und raus okay. Hier. Katsching. So, Baustelle räumen. Alles muss weg. Okay, Chefin. Ja. Alles einlagern. Jawohl. Außer den Pritschenwagen und ihren Karren. Ja, machen Sie das ruhig mal. Ja. Ach so, ich muss mit meinem Wagen dann noch weg. Ah, ja, ich werde erstmal einlagern. Ach, der stand ja hier. So, dann werden wir mal einlagern. Nein, nicht einsteigern. Einsteigern. Einsteigern, das ist ja auch einsteigern. So, alles weg. Jawohl. So, dann müssen wir das Auto noch eben runter hier. Ich mach so. Okay. Aua! Aua! Sie haben mich überfahren! Schwein! Gewerkschaft! Ich schon wieder. So, wir gucken uns das mal an. Ui. Da bin ich mit dem Tank an der Mauer hängen geblieben, Vinci. Ja. Katsching. So, kommt mal her. Ich muss den Bereich noch räumen und dann macht das Katsching. Bereit? Jupp. Ja. Okay, dann runter da. Genau, sprich mit dem Investor. Ja. Ach, hier steht er ja schon, der duzende Herr. Ja, dann sprechen Sie mal mit dem. So, Herr Investor. Ja, wollen wir uns angucken. Der neue Stadtstrand wird bei der Eröffnung in ein paar Wochen bestimmt Eindruck hinterlassen. Jetzt müssen prominente Partygäste zum Feiern nicht mehr in andere Städte reisen. Das erhöht den Glam-Faktor unserer Stadt und tut auch der hiesigen Wirtschaft gut. Das Ambiente gefällt mir ausgesprochen gut. Genauso stimmungsvoll habe ich es mir erhofft. Du scheinst ein gutes Team zu haben und bist auch offen für extravagantere Visionen. Das gefällt mir. Mal schauen. Vielleicht habe ich da schon bald einen neuen Auftrag für dich. Ja, ich wollte noch sagen, danke für die Schlumpf... Suppe. Wo ist er jetzt? Oh, das müssen wir uns aber mal angucken, Leute. Sollen wir da mal gucken gehen? Aber irgendwie ist er noch nicht ab. Klar. Stopp, stopp, warte. Nach hier, die Sequenz. Jawohl, ja. So, dann lass uns mal gucken. Wie wir sehen, sind hier schon aus Freiberg ganz viele Leute gekommen. Helm abnehmen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, genau. Denken die Leute nachher noch, wir müssen bauen. Vielleicht meinen sie müssen weg. Oh, guck mal, sind schon. Aber was mir nicht gefällt, dass der immer so auf die Hot Volley da, weißt du? Mhm. Guck mal, Beachvolleyball. Wir liegen. Aber wow. Warum sind die angezogen? Ausziehen, los. Entschuldigung. Das sieht schon geil aus, ne? Guck mal, da hat der Jupp seinen Stand da. Ja. Ist sogar schon da, der Jupp. Können wir da auch rein? Ach hier, Gordons. Hot Dogs. Boah, der hat aber leckere Sachen da, ne? Bierpizza. Bierpizza. Und mal, Herr Finch, an Sie hat mal auch gedacht. Ja, das ist doch ihr. Das ist doch ihr, sie reiten ja gerne. Respektlosigkeit, Herr Hoxton. Da ist eine Eisbude, genau. Und das sind die Duschen oder Toiletten? Ich weiß noch nicht. Also ich denke mal eher, dass das Duschen sind, Toiletten sind. Toiletten, ja. Aber wir kommen da leider nicht rein, das ist schade. Ja, das ist noch schade, hat man da nicht reingucken kann, wie es ja, das stimmt aus. Allerdings, schade. Aber eine Pizza können wir uns mal, was meinst du? Ja, warum nicht? Chefin, geben Sie einen aus? Ja, ich schmeiß mal eine Runde Bierpizza. Ja, hauen Sie mal rein, wir setzen uns schon mal hier hin. Da oben, das Tierchen. Ja. Komm, wir hauen schon mal hier hin. So. Einmal hier vorne an den Tisch bitte, so drei Tierpizzas. Pierpizza. Drei, vier Pizzas bitte. Uns alleine essen, Pizza. Es ist jetzt das Neue, wissen Sie? Tierpizza. Ja. Ah ja. Oh, wenn man da hinten runter guckt, so, ne?
So. Hi. Wenn ich so über das Wasser gucke, dann sehe ich noch Paletten. Ist das hier nicht bequem? Ist das vielleicht zu unbequem hier? Möchtest du lieber... Auf Ihren Schoß? Darüber müssen Sie sich mit ihr verhandeln. Gehen Sie mal hin. Nee. Das ist Ihre Blonde. Nee, ich mache jetzt mich hier vom Acker. Ja, genau. Sie will... Ihre Blonde da. Die außerdem ist sie nicht blond, die ist braunhaarig. Ist blond. Aber Sie können noch mal beim Jupp da hinten in eine Theke. Wir machen jetzt Folgendes, wir fahren jetzt nach Hause, weil wir haben jetzt Feierabend, das hat gereicht. Ja, ist ja auch schon wieder 16. Ja, eben. Aber Sie können da auch hier was verkaufen, wenn Sie... Was soll ich denn verkaufen? Ja, meine Tenamen oder was? Die Unterlegmatten. Ja, genau! Die Inkontinenten-Mäppchen da, die Dinger da. Genau. Sie wissen schon. Unterlagen. Gucken Sie mal, die haben ja was Dings hier, so einen Sprungturm hingeklatscht. Ja, da kannst du ins Wasser springen. Ja, hüpf doch mal rein. Ja, mach ich. Jo. Oh. Wo ist er? Wo ist er? Weg. Er ist weg. Ja, dann gehen wir jetzt alle weg, wa? Ich warte mal auf euch hier. Ja. Spring mal ins Wasser. Jo. Ui, ui, ui. Ui. Ja, ab in den LKW. Los, weg hier. Ja, Donno fährst. Ja, hab ich mir gedacht. War ja wieder klar. Auf zum Feierabend! Jo, das Bierchen wartet. Wir wollen hoffen, dass sie Bier im Lager haben. Ja. Keine Panik, ich hab's drauf. Ja. Das ist ihre Ausrüstung. Ja, aber tanken muss ich nicht unbedingt, ne? Wo ich will? Ja, frei mir auch gerade. Entschuldigung. Hallo. Ja, lass mal bleib locker rein. Hauptsache Hupen, weißt du? Ja. Nach der Brücke wieder rechts oder was, ne? Ja. Da bin ich ja jetzt völlig falsch gefahren hier. Rechts, 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 genau. Und dann immer gerade rechts. Stopp! Hä? Wie vorbei? Kann doch oben an der Brücke nicht rechts fahren. So. War einmal Pudding fahren hier. Naja, leider. Sehen Sie das? Mhm. Entschuldigung. Ups. Das können die Herren. Das war nicht so gemeint. Ja, weißt du was? Hey, Jupp! Jupp! Junge! Ey! 10 Mal! 10! Du Chefin! 10 Mal! Alles klar! Danke, Jupp! Weißt du was, leg mich doch mal an, ich hab keinen Bock zu fahren. Wir sind da. Ah, da sind die Herren, ja. So. Geschafft, Chefin. Ja, dann gehen wir mal hier zu unserem schönen... Eingang mit dem schönen Firmennamen oben drüber. Wo ist denn der Firmenname? Wo lesen Sie das denn? Oben drüber. Ach, ach da, kann man kaum erkennen. Ach da. Ach du Scheiße. Kann man gar nicht erkennen. Ah. Aber egal. Ja, dann gucken Sie mal in meine Richtung hier. Dann würde ich nämlich sagen, bis zum Moment, nächsten bitte, Mal. Moment bitte, Moment bitte, ich muss eben die Markierung wegmachen. So. Genau. Also ich muss mich umdrehen, warte mal. So. Zum nächsten Mal und euch wünsche ich einen schönen Feierabend. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.